Hallo, wir möchten euch heute gerne eine Methode vorstellen, wie man ein Korsett einfädelt, damit das Einschnüren zum Kinderspiel wird. Wir haben zwar auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, sind aber aus unserer bisherigen Erfahrung an dem Punkt angekommen, wo wir sagen könnten, diese Einfädelmethode ist mit das Einfachste, um ein Korsett ordentlich einzuschnüren oder zuzuschnüren. Ich habe hier eins von unseren Korsetts, heißt die zwei Korsettteile, die liegen jetzt hier schon einfädelbereit auf dem Tisch. Jeweils die Kanten, die Unterseite unten, das erkennt man an den enger gestellten Haken und Lösen. Und in der Mitte eine Rückenlasche. Wenn wir ein Korsett anfertigen, ist die standardmäßig mit dabei, weil wir festgestellt haben, dass das eine stabile Rückenlasche, das Einschnüren eines Korsetts auf jeden Fall sehr erleichtert. Normalerweise werden Korsetts oder oft werden Korsetts mit einem sogenannten Schamläppchen ausgeliefert. Das ist dann entweder hier oder da von innen angenäht. Das ist ein Lappen aus Stoff, der sich extrem verzieht, sobald man das Korsett zuschnürt. Und wir benutzen eine stabile Variante, die gleich in die Schnürung integriert wird und sich automatisch in die Mitte zieht. Ich habe hier auch eine ziemlich lange Korsettschnur. Die habe ich auf der Hälfte mit einem kleinen Knoten markiert. Oder beziehungsweise ich habe einen kleinen Knoten reingemacht. Da kann man dann nachher wunderbar feststellen, wenn man die Korsettschnur einzieht, dass diese auch exakt in der Mitte bleibt. Ich beginne also nun die Schnur zunächst von hinten durch die Rückenlasche nach vorne zu ziehen. Wie ihr seht, der Knoten fixiert die erste Hälfte der Schnur. Und auch die andere Seite. Um das totale Schnurchaos zu vermeiden, fädel ich erstmal die eine Seite ein und lege die andere beiseite. So. Hier gehe ich jetzt von unten durch die erste Öse, sodass die Schnur so zu liegen kommt. Auf der anderen Seite gehe ich jetzt von oben in die übernächste Öse rein. Diese hier, an dieser Stelle, wird die Schnur von der anderen Seite von unten durchgezogen, also lasse ich diese aus. Wenn ihr eine flache Korsettschnur verwendet, achtet direkt am Anfang darauf, dass sich diese nicht total verdreht, weil wenn die nachher verdreht eingefädelt ist, sieht das ziemlich unschön aus. Hier kommt die Schnur jetzt von oben in die Öse rein und unten wieder raus. Und nach unserem Schema mache ich dann auf der anderen Seite, auf der übernächsten Öse, die Schnur von unten durch die Öse durch und dann könnt ihr auch schon grob erkennen, wie das Schema nachher aussieht. Also von oben nach oben durch, von unten nach unten durch. Hier wieder durch die übernächste Öse durch, von oben nach unten. Ihr seht schon, die Schnur mag sich ab und zu gerne verdrehen, aber das können wir ja jetzt noch ganz gut korrigieren. Bei einigen Korsetts ist es so, dass in dem Bereich, wo die Taille sitzt und wo auch das Taillenband eingearbeitet ist, dass dort die Ösen enger zusammen sind.
Das ist dazu da, wenn man das Korsett, das zur Taillenreduzierung geeignet sein soll oder dazu verwendet wird, hier, wo der meiste Zug entsteht, einfach die Schnur leichter zusammenziehen kann und das Material den Druck auch gut aushält. Hier lasse ich auch wieder eine Öse aus und fädel dann wieder von unten nach oben. Bei den mittleren beiden von diesen vier enger gestellten Ösen wird nachher jeweils rechts und links die Schlaufe sein, wo man nachher die Schleife am Korsett bindet. Das heißt, hier gehe ich auch wieder, oder gehe ich nicht wieder, sondern gehe ich dann in die nächste Öse. Ihr seht, hier ist dann die Schlaufe. Da hier auf der anderen Seite an der Stelle die Schlaufe nachher ist, nehme ich also die Öse, die da drunter liegt. So, wir machen erstmal bis hier und fädeln dann die andere Seite ein. Bis zur Taille haben wir jetzt die eine Seite eingefädelt, jetzt kommt die andere Seite dran. Nach Schema, von unten in die oberste Öse durch. Versuchen sich nicht dabei zu verheddern oder selbst mit einzufädeln. Und dann von oben, oben durch, unten, unten durch. Jetzt ist das Ganze ziemlich einfach, weil man kann ja genau erkennen, welche Ösen man jetzt nehmen muss. Na, wieder schauen, dass die Schnur nicht komplett vertüdelt ist, sich verdreht. Was auch hilft, ist, die bis ganz zum Ende durchzuziehen, gerade zu ziehen und sich dann einfach zu merken, wie man die Schnur greift. So, hier kommen wir jetzt wieder von oben durch, von unten rein, von oben durch und unten rein. Wer es bis hier geschafft hat, Gratulation, bergfest. So, hier bilde ich jetzt wieder die Schlaufe für die andere Seite. Und auf der gegenüberliegenden Seite unter der Schlaufe raus. So, und jetzt ist der Rest eigentlich relativ einfach, weil ihr jetzt wieder frei nach Schema von oben bis unten durchfädelt. So, ich hoffe, man kann das gut erkennen. Ich habe jetzt hier meine beiden Enden. Und damit die Rückenlasche nachher optimal sitzt und auch der Knoten verschwindet von der Korsettschnur, ziehe ich diese beiden Enden jeweils hier unten durch die Ösen durch und sichere das Ganze mit einem Knoten. Wenn ihr eine empfindliche Haut habt und den Knoten nicht so gerne auf der Haut haben möchtet, habt ihr auch noch die Möglichkeit, die Schnur von hier unten wieder durch das Loch durchzufädeln und den Knoten oben zu machen. Das sieht dann nicht ganz so hübsch aus, aber dann habt ihr von diesem Knoten keine Druckstellen auf der Haut. So. Noch ein kleiner Tipp am Rande, wenn ihr das Korsett anziehen wollt, dann zieht die Schnur ein wenig lose. Und durch diese Bewegung zieht sich die Schnur quasi fast von alleine auseinander. So, und der Vorteil an dieser Einfädelmethode ist jetzt, dass ihr ganz genau sehen könnt, welche Schnur muss ich ziehen, damit ich auch dieses Einschnürergebnis habe, dass es sich zusammenzieht. Ihr müsst quasi immer wieder die oberen Schnüre ziehen und das Ganze dann beim nächsten Päckchen auch. Profis können einfach hier ziehen und kriegen dann durch dieses Greifen der Päckchen die Schnur schnell zu fassen
Und wir sind davon überzeugt, dass das auf jeden Fall schnell zu einem wunderschönen Ergebnis führt und euch das Korsett tragen noch mehr Freude bereiten wird. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.